Hi zusammen, heute machen wir mal ein kleines Aufwärmvideo noch vom Training am Roboter. Das habe ich mir fest vorgenommen, werde ich jetzt mal öfter machen. Ich habe mir damals mal ein Paket gekauft mit Widerstandsbändern. Die Widerstandsbänder gehen von 30 lbs bis 5. 5 lbs ist gut, um auch die Schulter zu lockern. Und 30 lbs nehme ich meistens für die Brust und für den Rücken. Kommt aber immer darauf an, je weiter man das außen packt, umso einfacher ist es, umso enger, umso mehr Widerstand hat man. Ist ganz einfach. Und wir lockern jetzt mal die Brust, die Schultern, bevor wir an den Roboter gehen. Oh, Freunde, was soll mal einer sagen? Das ist wirklich anstrengend. Das war das Training am Roboter für den zweiten Tag. War mir nicht alle.